Man sollte auch einen richtigen Gang drin haben. Ja. Enduro fahren. Oh. Letztes Stückchen kurz bergab. Dann einmal links rum abbiegen. Dann sind wir am Aussichtspunkt. Oh, das ist immer eine interessante Stelle. Hier geradeaus mit dem Feld drüber kann man troppen. Traue ich mich allerdings nicht. Deswegen fahre ich jetzt hier runter. Ja, das sind wir schon am Aussichtspunkt. Ein bisschen zu früh losgetreten in dem leichten Gang. So, sind wir wieder am Wackelstein. Und dann geht's wieder runter. Ah. Puh. Jawohl. Thank you.
früh am Trotten. Jetzt wird es auch wieder ein bisschen steiler. Wow. So, jetzt kommt Problemzone. Lenker. Darauf muss ich jetzt öfters aufpassen. Schau dir mal die schönen Felsen hier an. Hammer. Richtig geile Kulisse. Ja, das habe ich jetzt verrafft. Er hat fast funktioniert. Ein bisschen vom Weg abgekommen. So, das hier ist auch ein sehr geiler Aussichtspunkt. Hier ist die Prävaladenkammer. Alter, das ist nur noch Rechtskurve. Die kann ich sowieso nicht. Nee, Rechtskurven habe ich noch allgemein. Sau schöner Fels. Das wäre schön gewesen, aber da war eine Wurzel im Weg. Ja. Und jetzt geht's auf die schwierigste Etappe überhaupt. Hier nehmen wir nicht runter. Da falle ich nämlich eine Weile, bevor ich zum Stehen komme. Ja, da ist er. Und später geht's dann da hinten runter. Ich glaube, ich war verrückt. Ich glaube, ich habe mir wieder beiden Kameras Scheiße gebaut. Einmal die hat sich aufgehängt. Mit der anderen Kamera ist wahrscheinlich ausgeschaltet, wo es anschalten wollte. Und angeschaltet, wo es ausschalten wollte. Ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt die Auffahrt drauf habe.
Scheiße. Und da vorne waren auch Geesböck. Mit auf dem Weg. Ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt mit drauf habe oder nicht. Ob ich das alles drauf habe oder nicht drauf habe. Oder überhaupt was drauf habe. Und. Egal. Kurz erklärt, die Abfahrt, die war relativ kurz. Hab die Hälfte davon jetzt getragen. Von der Abfahrt. Weil es halt doch ziemlich steil, ziemlich felsig war. Die Tour ist herausfordernd. Und allen machbar. Bis es halt auf das letzte Stück. Das ist sehr, sehr könnerlike. Das jetzt mit der Kamera regt mich halt auf. Aber ich möchte nicht nochmal zurück. Weil eigentlich habe ich auch die Tour vorgefahren, um zu wissen, wie lange ich ungefähr brauche. Wie lange man ungefähr braucht für die Tour. Jetzt halt nochmal zurück, wäre blöd. Ja. Naja. Aber bestimmt das letzte Mal, wo ich die gefahren bin. Auch wieder ein krasser Felsen. Ich mag Felsen. Hey. Ja. Ich muss jetzt hier rein. Da bin ich mal gespannt, ob die Kamera sich wieder aufhängt. Hier soll auch irgendwo noch eine Treppe sein. Ah, da ist er ja. Verdammt. Ja, lol. Ja, ist eine Streckenabweichung. Wäre schon normal, ist ja unten auf der Straße. Egal. Auch gut. Immer noch ein bisschen von der Gegend. Das wäre unser Zug gewesen. Das wäre unser Zug gewesen. Also, ab halb Stunde Zeit. Gut. Was machen wir jetzt noch? Da drüben muss man auch noch mal umgucken. Da gibt es auch noch ein paar schöne Trails. Da hinten an die Vilgardaburg. Babu, nur eine Stange im Weg. Hat er noch einen Babu? Ein Babu. Babu, sappel nicht. Da steht, ich muss jetzt eine Stunde warten auf meinen Zug. Eine Stunde sogar.